Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh, Junge! Ich werd nicht mehr! Oh, Junge! Oh, Junge, Junge! Oh, Junge, oh. Junge, 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 Doch bei der Operation helfen. Alles klar. Ich bin immer noch gespannt, ob wir irgendwas später mit dem Farbeimer machen müssen. Okay, den Stock haben wir nicht mehr. Dann, Elektronen. Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Okay. Ich will erstmal noch nichts mitnehmen. Wir gehen mal durch die nächste Tür. Hey Doc, Rufus. Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wo? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Total wichtig. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Okay, was haben wir jetzt als Aufgabe? Das Praxis finden. Haben wir Cleverbyte. Doch bei seinen Operationenfällen Datasetten besorgen. Die guten. Okay, was haben wir denn hier noch? Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Ich brauche jetzt... Goal? Goal! Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut... Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Okay, was haben wir damit doch? Na, ob der das wohl hinbekommt? Nicht ohne meine Hilfe, so viel steht mal fest. Die Datasetten gibt's... Er ist direkt am Mann, lass sie einfach aber achte... Okay, was haben wir denn hier noch? Schublade. Ja, erstmal müssen wir hier alles durchsuchen, ist ja wohl klar. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du... Hinweis gehört... Rufus. Ist ja schon gut. Der beste Freund des Bastlers. Die Unachtsamkeit von Bastlerkollegen, die ihr Werkzeug offen rumliegen lassen. Wollen wir mitnehmen? Sehr schön. Wenigstens das. Ein Schalter, eine Tiefkühltruhe. Können wir die aufmachen? Das dürfte doch gar nicht sehen. Ist nichts dran? Ich sehe schon, wenn den Schalter drückt. Dann friert das ein. Alles klar. Okay, hier schwimmt auch andauernd ein Hai rum. Da, Hai. Dann gehen wir wieder in die Schleuse. Okay, dann gucken wir mal. Das hier sieht auch noch aus wie ein Minigame. Können wir die Uhr mitnehmen? Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche.
Okay, Elektroden. Ob da wohl Saft drauf ist? Jupp. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Okay, aber warum? So, und jetzt können wir uns ja noch mal kurz von Poki die Sachen hier anhören. Docs Ersatzteil laden ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um einmal zu versuchen zu erklären, wie ich mir das vorstelle, dass halt das Spiel, das Computerspiel als Erzählmedium, jetzt wird es sehr theoretisch, tatsächlich ein paar Sachen machen kann, die man mit nicht interaktiven Medien, also mit Filmen oder Büchern, eben nicht so gut umsetzen kann. Und gerade hier diese Szene, in der Clever Byte den Zugang zu Docs Praxis versperrt, ist dafür besonders gut geeignet, weil hier tatsächlich das Hindernis, also das tatsächlich oberflächliche Hindernis, das ein Wachhund halt die Praxis versperrt, tatsächlich so eine gewisse Kongruenz mit den inneren Hindernissen von Rufus hat, dass er halt nicht in der Lage ist, die Überlegenheit dieses hochtechnisierten, cleveren Roboterhundes anzuerkennen und sich dadurch mehr Schwierigkeiten selber macht, als eigentlich nötig wäre. Also ich bin Schauspielerin, ja? Ich spiele jede Szene so, wie sie von mir verlangt wird. Schauspielerin. Ja? Was in mir vorgeht, das erfährt kein Mensch. Das kriegt niemand raus. Das hat mein Cousin nicht geschafft. Das hat mein Erdkundelehrer nicht geschafft. Das hat mein Bewährungshelfer nicht geschafft. Die drei Psychologen, die man auf mich losgelassen hat. Meine mehreren Exen. Das hat niemand geschafft, ja? Keiner kriegt das raus. Ich habe ein Pokerface. Und was ich in so einer Szene mache... Diese inneren Konflikte, dieser Konkurrenzdruck, das ist alles gespielt. Das ist natürlich so gut gespielt, dass immer alle denken, sie wüssten was beim... Nein, gibt's auf, Leute. Ihr kriegt es nicht raus. Und du auch nicht. Ja, okay. Aber eine zweite Sache, die noch, mir noch zum Thema Cleverbyte einfällt, ist, dass der Name tatsächlich ein kleiner, natürlich kumpelig und nett gemeinter Gruß an einen befreundeten Spieleprogrammierer ist, der tatsächlich ein hochtalentierter Computerfreak sozusagen, der in einem Freundeskreis sich bewegt, in der es halt schick ist oder schick war, sich möglichst coole Pseudonyme, so die Street Names der Spieleprogrammierer, also die Nicks sozusagen zuzulegen. Und mittlerweile sehen sie das, glaube ich, ein bisschen entspannter. In ihren jungen Jahren fanden sie es, glaube ich, gehört es da einfach zum guten Ton. Und tatsächlich bin ich über eine Ecke darauf gestoßen und fand das sehr amüsant, dass sein Nickname in dieser Szene eben Clever Byte war. Und das fand ich tatsächlich so lustig, dass ich halt diesen Namen gleich in mein Spiel eingebaut habe für einen Robohund. Fand ich das irgendwie sehr passend. Wegen Clever Byte. Ach, jetzt habe ich es auch verstanden. Sehr gut, dass du es auch verstanden hast, Rufus. Alles klar, okay. Dann gehen wir mal vor Docs Werkstatt. Okay. Wie gesagt, noch. Hey, du. Wer, ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Was sehr wertvoll ist. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Das ist eine gute Frage, Rufus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in die Richtung. Mhm.
Toröffnung. Hallo. Test, Test. Achtung, Achtung. Eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Oh, Ventilöffnung. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Okay. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Was ich spannend finde, ist hier diese Zielscheibe und diese Kanone. Tür. Wir klopfen einfach mal. Verfluchte Sektenmitglieder! Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Wenn ich euren Heiland wirklich mit Absicht ans Kreuz genagelt hätte, dann wäre er bestimmt nicht nach 2 Tagen wieder... Was zum... Wer bist du denn? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Die ist aber sympathisch. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Ja, genau. Die ist ja gut Findest drauf. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Na dann. Ich geh dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Wir gehen erstmal vor Docs Werkstatt. Und von dort aus gehen wir dann hier lang. Und gucken wir erstmal, wo wir da hinkommen. Ah ja, okay. Oh Gott. Zum Apotheker. Fragezeichen. Dunkle Gasse. Wir gehen mal zum Apotheker. Der sieht mir irgendwie sympathisch aus. Abgelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Ja. Abgelaufene Beruhigungspillen. Die bringen aber, woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Okay. Jemand sollte dem armen Teufel mal sagen, dass Punkte mittlerweile voll out sind. Rufus, was heißt, er ist blind? Was? Wo? Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast... Ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Was verkaufst du hier? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Tja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Du bist blind? Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Oh. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Tja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Was ist denn mit der Arena? Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Oh. Was ist denn Bess? Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Den verstehe ich nicht. Kann mir den einer erklären? Warte mal.
Was ist denn das? Haha. Was? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Zum Fall dran, was ist in der Flasche denn? Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Klingt gut. Die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnitio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucu-wä? Cucumis Agnitio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Klingt wie Rufus. Ich hätte gerne einen +5-Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Ja, ich hab hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Okay. Kann ich nicht doch so eine gratis Fragen kostet nichts. Nur im Austausch gegen einen Coupon. Na toll. Und woher bekomme ich jetzt diese Coupons? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Aber ich sehe keine kostenlose Apothekenzeitschrift. Ich auch nicht. Aber hörst du mich jammern? Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Als ich vorhin Pause gemacht habe, war auf jeden Fall noch ein Exemplar da. Ich habe ein neues Abführmittel getestet und da musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Und du hast das Magazin mit aufs Klo genommen? Wozu? Um dir die Cartoons anzugucken? Schon mal was von Blindenschrift gehört. Außerdem fehlt es in Gullivers Spelunkenklo immer an Klopapier. Aua. Oh. Okay. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken, aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Oh. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Okay, wir sehen uns. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Okay, Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Oh, ich ahne ein Rätsel. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Wir gehen erstmal zum Marktplatz. Ich frage mich auch, ob das einfach random, ich sag mal, NPCs sind oder ob das irgendwie Testspieler oder sowas sind. Wir gehen mal hier hin. Gucken wir uns mal um. Das hier scheint klein. Was für ein weltfremder Spinner. Konnte er keinen vernünftigen Job finden? Eine Krabbe. Ein Generator? Fragezeichen. Mehr. Fragezeichen. Wir gucken uns mal das den Generator. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Was passiert denn, wenn wir den Generator anfassen? Wahrscheinlich explodiert er. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Geht nicht aus. Okay, dann gehen wir mal nach hier hin. Wir gehen mal nach hier hin. Hier ist auch noch ein Nest. Ich glaube, wir haben die Spelunke gefunden. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Wollt ihr mitnehmen? Hey, oh Gott. Halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Da war übrigens gerade ein lustiger Hint. Garn. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Sprechen wir noch mal mit Garlef. Es sind immer gut, neue Freundschaften zu schließen. Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon! Ich meine, Tod dem Organon. Haha.
Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Warum sitzt du denn hier allein? Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller... Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Bitte was? Okay, komm, wir spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Bitte was? Sie könnten gezinkt sein. Bitte was? Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Okay. Ich geh mal wieder. Mach das.